So, wir machen dieses Jahr im Bundestagswahlkampf ein Politikexperiment. 6 Bundestagskandidaten tauschen für einen Tag ihre Partei. Heute Teil 2 des Kontroversparteientauschs. Keine leichte Aufgabe für unsere Kandidaten. Diese 2 auf der Couch wussten nämlich nicht, auf wen sie sich einlassen. Eine eigentlich unvorstellbare Paarung. AfD und Grüne wechseln die Seiten. Anne Hinder, Hans Hinterberger und Rieke Winter mit dem Kontrovers-Parteientausch. 2 ganz unterschiedliche Politiker tauschen mitten im Bundestagswahlkampf für einen Tag ihre Partei. Politiker, eh alle gleich? Inhalte austauschbar? Kontrovers wagt das Experiment. Unsere Tauschpartner heute? Dieter Janecek von den Grünen aus München. Er ist Bundestagsabgeordneter, 41 Jahre alt und Wirtschaftspolitiker. Gleich wird er erfahren, in welche Partei er für einen Tag gesteckt wird. Wer ist mein Herzblatt? Die Videobotschaft vom Tauschpartner. Ein bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Hallo, lieber Unbekannter. Mein Name ist Martin Sichert. Ich kandidiere hier im wunderschönen Nürnberg für die AfD. Und du hast die ganz besondere Ehre, einen Tag mit meinem großartigen Team im Wahlkampf zu verbringen. Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Ja, den Spaß, den er mir wünscht, den habe ich jetzt erstmal spontan. Grüne und AfD im Parteientausch ist eine Konstellation, die ist, ich sag's mal, so interessant. Politisch gesehen werden wir wahrscheinlich schwierig zusammenkommen, aber ich werde da ganz offen reingehen. Das ist sein Tauschpartner, Martin Sichert, Bundestagskandidat der AfD. Er war schon Mitglied von FDP und SPD, ist 37 Jahre alt und gilt als islamkritisch. Auch er stellt sich dem Experiment, erfährt jetzt, mit wem er tauschen wird. Schauen wir mal. Servus, ich bin der Dieter Janecek, das ist mein E-Bike. Zusammen sind wir mit ein paar anderen die Grünen. Ich freue mich, dass du uns kennenlernen willst. Ich bin auch sehr gespannt, was ich kennenlernen werde. Der Meinungsstreit in der Demokratie ist mir wichtig. Darum geht's und in dem Sinne gutes Gelingen. Klingt gut. Mir ist der Meinungsstreit in der Demokratie wichtig. Das sehe ich auch so. Die Partei, wo die Schnittmenge, glaube ich, am geringsten ist und wo die Diskussionen sicherlich am spannendsten werden. Der Tauschtag ist da, der Grüne Dieter Janecek. Auf dem Weg zur AfD. Ja, ich bin schon ein bisschen angespannt. Ich habe ja selber mit dem Thema Flüchtlinge auch viel persönliche Erfahrungen gemacht. Ich habe 2 Jahre einen syrischen Flüchtling bei mir zu Hause gehabt, war in Lesbos vor Ort. Und jetzt treffe ich auf eine Partei, die aus meiner Sicht da sehr viel Hetze und Negatives betrieben hat. Mit ihnen soll er einen Tag lang Wahlkampf machen. Nürnberger AfD-Mitglieder. Das wird sicherlich sehr interessant werden, oder Cora? Ja, wird eine interessante neue Erfahrung für uns alle sein, auf jeden Fall. Gleich kommt er, der Grünen-Politiker. Auch Martin Sichert ist auf dem Weg nach München. Für ihn geht's zu den Grünen. Der typische Grüne für mich. Ich würde jetzt sagen, Veganer. Ja, mit sehr großem Umweltbewusstsein, Ökobewusstsein. Der ja ein sehr einseitiges Weltbild hat. Im Büro von Dieter Janecek. Letzte Vorbereitungen für den ungewöhnlichen Gast. Wir können ihn ja fragen, ob er sich auf ein Du einlässt, weil bei den Grünen wäre es üblich. Irgendwie habe ich ein bisschen komisches Gefühl dabei. Aber ja, wieso? Er soll ja einen Tag bei den Grünen machen. In Nürnberg. Für den Grünen Dieter Janecek wird es gleich ernst. Was hat die AfD mit ihm vor? Hallo. Dann gebe ich zuerst die Hand der Dame. Hallo. Freut mich, hallo. Hallo, schön, Sie zu sehen. Stand aufbauen mit vielen typischen AfD-Themen. Im Vordergrund heute Kampf gegen die Rundfunkgebühren. Das hat jetzt schon eine gewisse Komik, dass ich jetzt für den BR aufhänge, die Gebühren abzuschaffen. Aber was soll's. Der Stand ist aufgebaut. Wie geht's weiter?
Danke. Noch mal wegen was zu tun. Ja. Kann man Ihnen was von der AfD mitgeben? Interessieren Sie sich dafür? Ein Grüner verteilt Wahlwerbung für die AfD. Das ist sicher einer, die da toll findet, der jetzt sozusagen von den Grünen begeistert ist, so eine Vorstellung zu haben, dass das ein Grüner auch mal machen kann. Aber genau das war ja für mich so Sinn und Zweck der Übung, zu zeigen, wir sind sehr wohl in der Lage, uns hineinzuversetzen und auch mal so einen Schritt zu machen. Trotzdem, mit einem Flyer hat er besondere Probleme. Ich glaube Ihnen das nicht, also dass Sie da eindeutig sind. Ich glaube vielleicht einzelne von Ihnen, aber viele sind da nicht eindeutig. Und der Herr Höcke ist mit der NPD rumgelaufen vor wenigen Jahren noch. Gibt es nachweisbare Bilder? Und der denkt so. Also das ist ein Problem. Das ist eine Unterstellung, dass der Herr Höcke so denkt. Der Herr Höcke sagt, dass das Holocaust-Mahnmal ein Schandmal ist. Bei den Münchner Grünen. Die empfangen jetzt den AfDler. Hallo, Alexander König. Ist ein spezieller Termin. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Bei Grünen sagen wir normalerweise du. Okay. Also zumindest habe ich, kein Problem damit. Ja. Ich bin der Martin. Prima, Olivia. Sehr Alexander. Gut. Okay. Das waren sehr nette junge Leute. Sehr sympathisch. Auch Martin Sichert wird gleich eingespannt. Werbematerial vorbereiten. Genau, und hier war das Basilikum dran, Basilikumsamen. Ah, okay. Okay, wer Mut sät, wird Zukunft ernten. Okay. Also Basilikum zu essen bedeutet Mut. Naja. Besonders interessiert den AfD-Mann der Slogan, Integration muss man umsetzen, nicht aussitzen. Den finde ich echt interessant. Warum? Weil das unsere ureigenste Forderung ist. Dass Integration wirklich stattfinden muss. Und wir eigentlich das Gefühl haben, dass die anderen Parteien die Integration massiv behindern. Die müssen wir aktiv leben und müssen aktiv von allen einfordern. Das ist halt keine Einbahnstraße. Doch, Integration ist eine Einbahnstraße. Weil wir haben hier die Werte des Grundgesetzes. Und wer sich nicht an die Werte des Grundgesetzes halten möchte und in dieses Land kommen möchte, aus welchem Grund auch immer, der soll sich ein anderes Land suchen. Viele Meinungsverschiedenheiten. Trotzdem soll er jetzt gleich für Politik der Grünen auf die Straße. Zurück in Nürnberg. Am Infostand der AfD ist es gerade ruhig. Zeit, sich besser kennenzulernen. Darf ich fragen, wie du zu der AfD gekommen bist? Oder wie ja, lange schon? Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr dabei, also letztes Jahr eingetreten. Weil ich als Schwuler mir gesagt habe, das kann einfach nicht mal so weitergehen. Weil was ich sehe, auch die ganze Geschichte mit der Zuwanderung, auch, die ja aus den frauenfeindlichsten, homophobsten Ländern teilweise kommen. Ich habe ja auch versucht, dann in den Gesprächen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ticken die, damit ich selber auch für mein politisches Handeln daraus was lernen kann. Das war echt so das Hauptziel. Für Martin Sichert von der AfD geht's mit den Grünen zum Infostand. Auf dem Weg wollen die Grünen dem AfD-Kandidaten zeigen, was in München fahrradpolitisch im Argen liegt. Da gibt's vieles. Also das wurde neu gebaut, vor einem halben Jahr etwa, dass ich das aber so baue, dass ich hier direkt in die parkenden Fahrzeuge geleitet werde. Leute, über was für Probleme redet ihr hier gerade? Das sind gar nicht so die Probleme, die wir hier im Land tatsächlich haben. Das ist weit daran vorbei, womit sich momentan Bundestagskandidaten beschäftigen sollten. Zurück in Nürnberg am AfD-Stand. Hier will jetzt ein Passant beim Grünen Dieter Janecek seine Meinung loswerden. Thema Flüchtlinge. Die, was sich helfen lassen wollen. Ja. Kein Problem. Okay. Es gibt genug. Ja. 80%, die wollen sich gar nicht. Meinen Sie? Deutsche Staat zahlt eben zu gut. Ja, so ganz sehe ich das nicht, mit Sicherheit. Aber ich danke Ihnen für die Meinung. Ja. Okay. Deswegen schauen wir mal, vielleicht wird was mit Penny. Ja. Mehrere Stunden eintauchen in die AfD-Welt. Wenn man das dann 3 Stunden macht dann, und in diese andere Rolle reinschlüpft, das ist natürlich schon auch anstrengend zum Teil. Aber am Ende habe ich immer wieder auch interessante Gespräche gehabt, insbesondere wenn es dann um die Bürger ging, die zu einem gekommen sind.
Und das hat mich schon auch bereichert, dieser Tag. Allerdings natürlich auch nachdenklich gemacht, warum sowas verfängt. Martin Sichert von der AfD ist jetzt am Infostand angekommen. Gleich geht's los. Wahlkampf für die Grünen. Wahrscheinlich das, worauf du dich am meisten gefreut hast. Unbedingt, unbedingt. Magst du ein Windrad haben? Hallo, Sie schauen so interessiert. Nein, kein Interesse an Sachen von der Bundestagswahl? Bei uns ist es deutlich häufiger, dass Leute zum Infostand kommen, sich dort mal informieren wollen, Materialien holen, mit uns diskutieren und sowas. Und bei den Grünen, da muss man tatsächlich wirklich aktiv auf die Leute zugehen und ihnen sagen, hallo, wir sind die Grünen und uns gibt's noch. Zurück bei Dieter Janeczek und der AfD. Man diskutiert. Thema schon wieder Flüchtlinge. Ich meine, am Ende ist es doch so, dass alle Parteien sich mit dem Thema befassen, dem Thema Migration, Flüchtlingskrise. Die einen mehr, eine weniger, richtig? Ja, die einen sind vielleicht, so würde ich sehen, mehr an der Sache orientiert und nicht an dem Schüren von Ängsten. Und das ist falsch. Wenn ich wirklicher Flüchtling bin, dann bin ich froh, wenn ich einen trockenen Platz habe zum Schlafen, wo ich sicher liegen kann, wo ich essen kann, wo ich in Sicherheit bin. Dann bin ich froh. Das andere ist nur Qualitätsding. Ja? Das finde ich jetzt gerade so ein Punkt, wo ich jetzt erstmal meinen Flyer wegstecke, weil das ist so eine pauschalisierende Aussage. Ich habe jetzt vor 2 Jahren einen Flüchtling aufgenommen in Berlin. Der hatte eine 3-wöchige traumatisierende Reise übers Mittelmeer, ist fast ersoffen, von der Polizei drangsaliert worden in Ungarn und so weiter. Und der hat das mit Sicherheit nicht deswegen gemacht, weil er geil war auf die Sozialleistungen in Deutschland. Die Münchner Grünen wollen ihren Gast von der AfD jetzt in der Diskussion stellen. Dafür haben sie eine besondere Tischdecke mitgebracht, die AfD-Politikern vielleicht nicht gefällt. Ja, es ist eigentlich keine Tischdecke, aber passend zum Thema. Ja. So eine kleine Provokation, Stichelei irgendwie, weil der Abend sollte ja über das Thema Europa und sowas gehen. Ich glaube, Brexit ist so ein Thema, das mehrere von uns ziemlich bewegt hat im letzten Jahr. Kannst du verstehen, warum die Briten die Entscheidung getroffen haben zu dem Brexit? Die hatten einfach Angst, das war so mein Empfinden auch in Bezug auf den Brexit, dass viele Angst hatten zu sagen, ja, wenn wir jetzt in der Europäischen Union bleiben, dann kriegen wir Massen mehr an Immigranten, die uns über die Europäische Union zugewiesen werden und so weiter und so fort. Und das wollen wir nicht. Hier treffen Welten aufeinander. Der AfD-Mann fürchtet den Superstaat Europa. Die Grünen dagegen verteidigen die EU. Ich finde, es gibt viele Dinge, die gehören europaweit zentralisiert, weil es einen Mehrwert bringt für mich als Bürger, dass ich Sicherheit habe. Oder wenn ich in den Urlaub fahre, dass ich in ein Hotel gehe und ich weiß, ich habe die gleichen Ansprüche und die gleichen Rechtssicherheiten als Verbraucher, weil es gleich gemacht worden ist in der EU. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns in sehr, sehr vielen Punkten uneinig sind. War eine interessante Diskussion, aber ich muss sagen, ich wusste nach dem Tag definitiv, was ich getan habe an dem Tag, ja. In Nürnberg. Die AfD nimmt den Grünen Dieter Janeczek noch mit zu einer Besprechung. Draußen, denn kein Gasthaus wollte sie aufnehmen, sagt die AfD. Innerhalb eines halben Jahres 7 Anschläge auf Gaststätten, in denen die AfD Infoabende veranstaltet hat. Und das Absurde ist ja eigentlich, dass... Das ist die Demokratie in diesem Land. Und dann wirft die AfD ihren Gegnern Nazi-Methoden vor. Das Absurde ist ja eigentlich, wegen der hypothetischen Gefahr, die man uns andichtet, dass durch unsere Partei irgendwelche als rechtsextrem geschilderten Probleme erneut auftauchen würden, was natürlich nicht der Fall sein wird, bedient man sich derselben Methoden wie damals, vor der Machtergreifung. Das würde ich jetzt nicht verstehen lassen. Doch, das muss man leider so verstehen lassen. Aus meiner Sicht ist die Form von Populismus ist ja ständig, sich zu stilisieren als Opfer. Ja. Und ich finde, das ist nicht was, was man der AfD durchgehen lassen kann, wenn man eher Täter ist in Rhetorik, in Handeln, dann zu sagen, ich bin Opfer. Ja. Tierschutz, Klimawandel, Frauenrechte, einig werden sie sich nicht. Auch nicht darüber, was die AfD Deutschland bringt. Also es gibt nur eine Partei in Deutschland, die Demokratie unterstützt, das ist die AfD. Kriegen wir so langsam den Eindruck, die Konservative. Da haben Sie aber einen ganz schönen Auftrag für die Rettung der Welt sich erdacht. Die Rettung der Welt lehnen wir ab. Jetzt heißt es Abschied nehmen für den AfD-Mann von den Grünen. Ich habe es besonders gefreut, den ganzen Tag hier mit euch beiden zu verbringen. Das war sehr interessant.
und für den Grünen von der AfD. Vielen Dank, Dankeschön. Okay. Alles gut. Eine gute Heimfahrt. Tschüss. Danke. Nach ihrem Tausch treffen die beiden Politiker nun bei uns im Studio aufeinander. Wie waren die Erfahrungen? Wie denken Sie jetzt über den politischen Gegner? Hallo. Hallo. Grüß Sie. Servus. Grüß Sie, Herr Janicek. Wie hat Ihnen denn der Tag in Nürnberg gefallen? Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt bei Ihren Leuten an der Basis. Das war ein netter Umgang. Und trotzdem habe ich auch ziemlich viel gelitten, muss ich ehrlich zugeben, weil ich schon diese Widersprüche, dass man auf der einen Seite sagt, man kämpft da für eine bestimmte Richtung und dann grenzt man sich aber nicht ab, zum Beispiel von dem, was Herr Höcke sagt, von dem, was Rassismus ist in der Gesellschaft. Höcke ist Historiker und als Historiker beschäftigt er sich sehr tief. Er hat auch das Paarungsverhalten der Afrikaner entsprechend bezeichnet an einer Rede. Herr Höcke ist mit der NPD mitgelaufen. Wir von der AfD machen keinen Extremismus hoffähig. Wir stellen uns sowohl gegen die Rechten wie auch gegen die Linken. Das tun wir ganz klar. Das ist einfach gelogen. Kommunikativ sind Sie wieder derjenige, der irgendwas behauptet, was nicht stimmt. Und dann machen Sie eine These. Soll ich dann weiter diskutieren? Sie erzählen doch auch ständig Thesen. Das ist bei allen Themen immer der gleiche Punkt. Man bläst die Dinge auf, man spielt mit den Ängsten der Menschen. Das sagt mir jemand von den Grünen, dass sie mit den Ängsten spielt. Die Grünen arbeiten doch ständig mit den Ängsten und versuchen Ängste aufzubauen, um bei den Leuten als Wähler zu gewinnen. Wenn ich noch dran denke, in den 80er Jahren, das große Thema Waldsterben. Der Wald lebt heutzutage immer noch. Ja, weil wir ihn geschützt haben seitdem, deswegen lebt er. Der Wald lebt auch in China noch und in China haben wir... In China lebt der Wald nicht gut, da geht der Bach runter. Schwierig. Ich glaube, wir werden da nicht zusammenkommen. Nee. Aber das gehört auch dazu, dass man sich streitet und dass man miteinander diskutiert. Und das ist auch ein elementarer Bestandteil der Demokratie. Und das ist was, weswegen Leute wählen gehen können und wählen gehen sollten, weil es nämlich unterschiedliche Programme mit unterschiedlichen Aspekten und unterschiedlichen Punkten gibt. Ja, das ist so. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Punkte, wo wir uns vielleicht einig sind. Okay, dann gehe ich mal wahlkämpfen. Ja, ich auch. Alles Gute. In dem Sinne. Tschüss. Ciao. Und Teil 3 des Kontrovers-Politik-Tauschs folgt nächste Woche.